herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queer Stanity und herzlich willkommen zu dem 2. Februar-Video für die Videokooperationsreihe Hashtag YouTube Bastler. Und zwar ist das zweite Thema für den Februar Konfetti. Und ich dachte mir, was passt da besser als eine Schüttelkarte? Und zwar habe ich hier einen grauen Kartenrohling vorbereitet. Und darauf kommt dieser handgeletterte Spruch. Und zwar kennt ihr mit Sicherheit den Spruch, wenn daneben dich nervt, streu Glitzer drauf oder sowas. Und ich habe das halt einfach ein bisschen umgedichtet und habe geschrieben, ist dein Alltag zu grau, streu Konfetti drauf. Und den Spruch werde ich jetzt noch mit einem schwarzen Fineliner nachziehen. Und ich habe ja auch schon so ein Sichtfenster reingeschnitten und durch dieses Sichtfenster wird man dann nachher das Konfetti sehen. So, also fangen wir an, das Ganze nachzuziehen. So, ich habe das jetzt mit Fineliner nachgefahren. Das Ganze lasse ich jetzt noch ein bisschen trocknen, bevor ich die Blechdefinien ausradiere. Aber während es trocknet, schneide ich hier schon das Sichtfenster und generell den Kartenaufleger quasi aus. So. Schnappen wir uns mal ein Radiergummi. Wir radieren hier mal am Rand lang. Und auch die Bleistiftstriche von dem Schriftzug. Als nächstes baue ich das Sichtfenster ein. Und zwar habe ich mir dafür einfach aus einem alten Schnellhefter so eine Folie passend in Kartengröße zurechtgeschnitten. Und jetzt ziehe ich mir hier hinten mit doppelseitigem Klebeband einen Rahmen. Da schnappe ich mir die Folie. Und dann haben wir auch schon unser Sichtfenster geschaffen. Alles, was jetzt hier an der Folie noch übersteht, schneide ich einfach ab. So. Machen wir jetzt mit dem Kartenrolling weiter. Und zwar brauchen wir für die Schüttelkarte 3D-Klebeband und zwar am besten welches, was auch ein bisschen dicker ist, damit das Konfetti nachher auch schon wackeln kann. Und damit kleben wir uns jetzt einen Rahmen auf den Kartenrolling.
im Rahmen ist eben besonders wichtig, dass wirklich die einzelnen Seiten passgenau miteinander abschließen. Zumindest was den Innenrahmen angeht, damit auch nichts von dem Konfetti rausfallen kann. Bevor wir jetzt hier die Schutzfolien abziehen, füllen wir das Ganze natürlich mit dem Konfetti. In meinem Fall werde ich dazu Pailletten nehmen und vielleicht noch ein paar von den kleinen Rocaille-Perlen, die hier noch rumstehen. Vielleicht lasse ich es auch einfach bei den Pailletten. So, hier haben wir wunderschönes Konfetti. Und im nächsten Schritt ziehen wir hier einfach die Schutzfolien ab und kleben unseren Aufleger auf. Und damit wäre die Grundkarte auch schon fertig. Sitzt, wackelt und hat Luft. Und dann kann man es jetzt außenrum auch noch ein bisschen verzieren. Und dazu werde ich jetzt einfach auch noch ein paar Pailletten verwenden, die ich einfach jetzt außenrum auf den Rahmen draufklebe. Ein Konfetti-Körnchen hat sich oben verhagelt. Aber so sieht man ja quasi den grauen Hintergrund. Und dann ist dein Alltag zu grau. Grau Konfetti drauf. Ich finde gerade zur jetzigen Zeit ist so eine Karte dann schon so ein kleiner Aufmunterer. Und ich denke, den können wir zurzeit alle ganz gut gebrauchen. Wie dem auch sei, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video und auch diese Karte gefallen hat bzw. gefällt. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr gerne ein Däumchen nach oben da und dann könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao ihr Lieben.